Folgende Schläuche und Schlauchsets sind verfügbar. Sauglanz nimmt Behälter mit reinst Wasser halten. Nachdem die Schlauchpumpe angehalten hat, Sauglanzen in einem leeren Behälter stellen und durch Wiederholen des Vorgangs die Schläuche leeren. Falls ein Reinigungsmodul angeschlossen ist, für den Austausch des Pumpenschlauchs folgendermaßen vorgehen. Sauglanze als Reinigungslösung 2 im Behälter mit Reinstwasser halten. Nachdem die Schlauchpumpe angehalten hat, Sauglanzen in einem leeren Behälter stellen und durch Wiederholen des Vorgangs den Schlauch leeren. Den Probenfluss stoppen und warten, bis die Durchflusszelle komplett leer ist. Gerät vom Netz trennen. Das Gerät wie auch das Reinigungsmodul sind nun bereit für das Austauschen der Periklipschläuche. Probenfluss stoppen. Die Schlauchpumpe läuft im Rücklaufmodus. Falls nur die Pumpenschläuche ersetzt werden, mit einem Nein antworten. Nach dem Ausschalten des Gerätes ist es bereit für das Austauschen der Periklipschläuche. Sauglanzen in Behälter mit Reinstwasser halten. Nachdem die Schlauchpumpe angehalten hat, Probenfluss stoppen. Gerät vom Netz trennen. Das Gerät ist bereit für das Austauschen der Periklipschläuche. Thank you.
Den Verschlussrahmen zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Den Verschlussrahmen vom Rotor abziehen und aus der Halterung lösen. Die Reagenz- oder Probenschläuche aus dem Verschlussrahmen schrauben. Diese Schläuche direkt an einen neuen Periclip-Schlauch der entsprechenden Größe befestigen. Mit allen weiteren Verschlussrahmen gleich verfahren. Die Verschlussrahmen auf dem Rotor montieren. Dafür den Rahmen auf die Achse schieben und die Schläuche leicht dehnen, um sie über die Rollen schieben zu können. Die Verschlussrahmen verriegeln. Dabei beachten, dass die Rahmen parallel zueinander und zum Gehäuse des Moduls verlaufen. Die Schläuche müssen genau unter dem Rahmen liegen. Die Sauglanzen in die entsprechenden Reagenzbehälter hängen. Die Füllroutine starten und beobachten, ob alle Reagenzschläuche ohne Luftblasen gefüllt werden.